Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen Geld verdient und ja, ich sag eigentlich irgendwie immer dasselbe, aber im Endeffekt tun wir auch nicht ganz was anderes. Naja, dann werden wir in dieser Folge mal diese Events mal abklappern. Der Fotograf wird nicht die ganze Nacht warten. Du hast 1 Minute und 50 Sekunden. Und ja, die andere Zeit, die weiß ich gerade nicht, wie man es nennt, um zu ihm zu fahren, bevor er die Fliege macht. Ja. Entschuldigt bitte. Ich bin eben gerade aufgestanden und fühle mich dementsprechend noch nicht so bereit, aber ich ziehe das trotzdem durch. Heute ist übrigens ein wirklich sehr schöner Tag. Das war gestern übrigens auch der Fall und ich bereue es übrigens, heute mal nicht wieder rauszugehen. Und aber wer das eine will, muss das andere auch mal vernachlässigen. Ach ja. Meine Woche war übrigens nicht ganz so berauschend, wie ich es mir erhofft habe. Ich sag's mal so, ich hatte den Auftrag, 12er Kantholz viermal auf die Länge 1 Meter zuzusägen. Aber mit dem ich zusammen arbeiten musste, mit dem ging's irgendwie schief, sag ich mal. Es ging schon los, als er 2 unterschiedlich große Böcke besorgt hat. Wen nennst du hier Kleiner? Ja, auf die kann ich verzichten. Ja, und da mein Ausbilder ja auch gesagt hat, wenn man 2 unterschiedlich hohe Böcke nimmt, dass man dann automatisch schief absägt. Und dreimal könnt ihr raten, was im Endeffekt als Ergebnis rausgekommen ist. Das schöne 12er Kantholz wurde schief abgesägt. Und natürlich sah das nicht so schön aus, weil Holz ist vielseitig und nicht gerade günstig. Und ja. Und bei meiner Aufgabe musste ich natürlich das dann so absägen, dass ich dieses Versaute erstmal absägen musste und habe somit viel Zeit dafür ausgegeben, das Holz richtig zu bearbeiten, dass es auch ordentlich aussieht. Aber naja. Schlampige Mitarbeiter gibt's ja quasi fast überall. Aber man kann sich ja nicht aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Und ich sehe schon, 2 haben sich schon wieder lieb. Hört sich ein bisschen nach einem Mustang an, aber ich bin gerade ein bisschen durch den Wind gewesen. Ich bin also noch nicht ganz wach hier, also noch nicht hundertprozentig wach. Dementsprechend ist auch so mein Fahrstil.
Und ich habe es übrigens jetzt endlich geschafft, für den YouTube-Kanal ein Intro zu erstellen. Es ist ein recht schlichtes Intro, aber wer die PlayStation 1 kennt, der würde das sofort wieder erkennen, so vom groben Stil her. Aber ich habe es natürlich noch ein bisschen verfeinert, so dass es halt zum Kanal halt ein bisschen passt. Aber das Vorbild ist die PlayStation 1. Weil sie ist halt der Inbegriff vom Gaming. Daran wird sich auch nichts ändern. Ja, okay, die PS4 ist jetzt auf dem Markt, aber sie hat halt noch keine so eine große Geschichte als die PlayStation 1. Was willst du da hinter mir? Hat dir eh nicht viel genützt. Ich werde im Laufe der Zeit ein paar Änderungen vornehmen. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ich an dem Intro noch ein bisschen ändern kann. Wenn nicht, dann versuche ich immer selbst mal ein bisschen meinen Kopf mal anzustrengen und das mal selbst ein bisschen auffrischen, das Intro. Aber ich denke mal, fürs Erste reicht's erstmal. Der YouTube-Kanal ist ja auch so ein bisschen schlicht gehalten, so vom Design her. Für mich gilt halt das Motto, weniger ist mehr. Ach, 1:45 habe ich jetzt Zeit, okay. Denken wir, das kann ich schaffen. Ah! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Da ist er ja. Yay! So, habe ich noch eins? Ich nehme das hier oben. Jetzt muss ich echt den ganzen Berg hier hochfahren oder wie die ganze Gegend hier abklappern? Ich habe ja Zeit. Aber die Zeit des Videos nicht. Müssen langsam echt mal feste Werte für die Lautstärke mal aufschreiben. Ah.
war ein schöner Übergang, aber leider... Ja. Ich hab's erwartet. Wann freue ich mich schon auf das Spiel, was ich danach spielen werde? Soll ich's euch sagen oder etwa nicht? Na gut, ich sag's euch. Den Nachfolger von Need for Speed Underground 2. Aber den Namen, den müsst ihr selbst erraten, welcher der Nachfolger ist. Das war quasi ein kleiner Hinweis. Darauf freue ich mich schon. Obwohl ich das nie richtig durchgespielt haben konnte. Vielleicht schaffe ich es ja auch jetzt diesmal. Oh. Shit. Bin schön dran vorbeigefahren. Du hast den ersten Platz gemacht und bist auf dem Streetcar Magazine. Ach, sag bloß. Kamera. Na. Nützt mir nichts. Kamerawechsel. Ja. Schnell den Motor wieder auffeuern lassen. Jack rennen. Ich mache nochmal Ich versuche echt nochmal dieses Driftrennen nochmal zu schaffen. Erstmal gucke ich mal nach, ob ich beim Auto noch was machen kann. Fahrwerk, Dachspoiler, neue Ware beim Autohändler, Rückleucht, neue Ware beim Autohändler, Lackierung, Auspuffblende, so lackierte Auspuffblende. Ich kann nochmal beim, bei der Tuning-Werkstatt nochmal reingucken, was ich da machen kann. Jetzt meckert zwar der ganze Zeit jetzt der Fall rum, aber soll eh doch nicht stören. Route wird neu berechnet. Hey, hey, alles klar? Ja, ja. Du heute Abend unterwegs bist. Meine Jungs sagen, im Bereich Hotel Plaza könnte vielleicht was abgehen. Keine Ahnung, wo genau, sollte aber leicht zu finden sein. Ich fahre jetzt in die Richtung. Ja, hoffentlich sehe ich dich dann da. Peace. Mitnichten. Sag ich da nur. Hey, nur Langweiler fahren ein Auto von der Stange. Als Köp tauscht das Serienfahrwerk gegen ein härteres Sportfahrwerk mit mehr Grip. Ah, bitte. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Jedes Abwehr Kontakt zum Asphalt ist äußerst wichtig. So, jetzt habe ich ein härteres Fahrwerk drinne. Ich denke mal, jetzt könnte ich auch endlich mal dieses Driftrennen auch mal schaffen. Auch wenn ich es jetzt schon wieder bereuen werde. Aber ich werde trotzdem nicht aufgeben. Alter, was ist das für ein Fahrverhalten hier? Glaub mal, ich schaffe das noch in dieser Folge und dann denke ich mal, kommt wieder ein Cut.
schade. Mit der Handbremse sollte man nicht spielen. Also, spielen schon, aber man sollte es nicht übertreiben. So. Oh, ich fahr gleich die Frau um. Ihr seid doch Nasen, ne? Einfach nur zu langsam für diese für diese Drifts. Danke, du Spacken. Oh, jetzt warte ich mal erstmal ein bisschen, weil der ist schon so weit vorne. Vielleicht kriege ich das alles noch ein bisschen eingut, wenn ich jetzt mal ein bisschen warte, bis die weiter vorne sind und dann... Jetzt steigt das zwar auf 95.000 oder wird es sogar noch die 100 schaffen, aber... Jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen Platz und Zeit zum Fahren. Vielleicht klappt das ja jetzt. Und so kann man das auch besser nochmal nachkorrigieren. Ist aber nur zu langsam für das Ziel, Alter. Was? Ist gerade mal... Nee, nochmal neu. Das muss auch mal machbar sein, das Rennen. Ich mag jetzt nicht den Wagen wechseln. Das ist ja super. Meine Güte. Kann auch nicht wahr sein, dass ich das Rennen jetzt nicht mehr schaffe. Oder soll ich das gar nicht mehr schaffen? Oder soll ich das gar nicht schaffen? Bin einfach nur zu langsam für diese Kurven. Der Wagen hat einfach nur zu wenig Power. Oh Mann, verpiese dich doch mal. Fahr woanders lang. Wie schön ich auf dem dritten Platz bin.
Mann, der Wagen ist einfach nur grottenschlecht für zum Driften. Oder ich stelle mich einfach nur zu doof an. Das war blöd eben gerade. Nee. Ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Oder ich mache das ganz in Ruhe und dann komme ich dann wieder, wenn ich das drin geschafft habe, aber trotzdem in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss, halt die Ohren steif und bis zur nächsten Folge. Jo, mir ist gerade beim Schneiden gerade ein bisschen aufgefallen, dass ich noch ein bisschen aufnehmen kann. Dass ich die 30 Minuten oder ein bisschen drüber dann auch wieder habe. Und wir können ja, was ich im ersten Teil, sage ich jetzt mal, im ersten Teil jetzt angekündigt habe, das Driftrennen zu meistern, aber da wir so was von gewonnen haben, nämlich gar nicht. Werde ich es einfach mal nochmal versuchen und diesmal weniger sprechen. Danke, dass du mir im Weg stehst, du Opfer. Habt ihr jetzt nicht gehört? Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal gewonnen habe. Ja, endlich! Leute, ich hab's endlich geschafft. Nach wie vielen Folgen? Nach, sagen wir, das ist jetzt, oh, ich glaube, das ist schon die 6. Folge schon gewesen, da wo ich das versucht habe. Oder die 5. so. Und ich habe es jetzt endlich geschafft. Oh Mann. Mann, bin ich schwach. Oder die Waldfee. Und was ist mein Lohn? Nur 350. Ja, okay. Wir haben es endlich geschafft. Also ich habe es endlich dieses Rennen geschafft. Dann werde ich jetzt mal einen schönen Rundkurs machen.
Ja. Ich denke mal, ich werde heute Abend nochmal eine Aufnahme machen. So vielleicht 4 Stück oder so. Und die dann nach und nach dann hochladen. Oder reicht auch nochmal 2 oder 3 Aufnahmen? Ich muss nochmal gucken, wie ich das dann jetzt mache. Ich möchte auf jeden Fall nochmal tun, damit er nicht zu kurz kommt. Sauber. Und so wie die Strecke aussieht, müssen wir bestimmt mindestens 2 Runden machen. Na, ist das schwierige Kuschel? Doppelkuscheln! Ja. Achso, wir sollten hier rennen. Ich dachte schon, da hinten wäre die Zufahrt gewesen, aber das war ja die Ausfahrt. Heieiei. Bing. Da es hier noch keine Polizei gibt, kann man es ja machen. Aber bitte nimmt mich nicht als Vorbild. Mein Fahrstil ist fürchterlich. Wie sie alle schon den Innenring nehmen. Haha. Och Mann, ey. Warum lache ich über den, wenn ich selbst einen Unfall baue? Wer anderen eine Grube gräbt, hat selbst ein Grubengrabgerät. Grüß die Wand von mir. So. Was haben wir hier vor uns? Ein Mitsubishi Evo. Ja. Warum nehme ich die Außenspur? Weil die so dicht bei mir gerade hinter mir sind. Oh, Alter. Ich bin mal fies, aber... Wow.
wieder hat es einen erwischt. Oh. So, was machen wir jetzt? Ist da nicht mehr viel zur Auswahl. Ein Drift, also zweimal Drift und einmal Drag Rennen. Ich mach mal hier unten. Na, was machen hier? Stillstand, KI-Treff oder was? Mach aber nochmal neu. Mann, warum kommt da vor mir nicht aus dem Knick, ey? Ich will einen perfekten Start machen und er kommt nicht aus dem Knick, Alter. Dankeschön. Mann, die sind so blöd, die schieben sich alle gegenseitig weg. Ich glaube, damit bin ich erstmal vorne. Damit bin ich auf jeden Fall vorne. So, dann denke ich mal, dass wir in der nächsten Folge jetzt richtig die Verabschiedung, ja. Jetzt kommt die richtige Verabschiedung. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge die restlichen Rennen noch vornehmen. Und ich weiß nicht, wo dieses eine Driftrennen herkommt. Und ja, dann schalten wir nämlich einen neuen Abschnitt frei. Aber das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.